Nee, gibt halt keine drei Sätze. Nee. Aus Prinzip nicht. Okay. Na dann, okay. Soll es Intro geben? Wenn du willst. Na gut. Franz Müntefering wird 80. Good morning in the morning, Dennis. Good morning, good morning, Renke. Du bist nicht so ganz glücklich über diese heutige Folge gewesen. Ich finde, ich weiß nicht, ich finde, das fasst alles sehr gut zusammen. Das ist auch so ein bisschen so State of Mind. Ja. Franz Müntefering wird 80. Möchte man eigentlich schon längst vergessen haben, ist aber trotzdem irgendwie noch da. Und dann 80, denkt man sich so, naja, boah. Ist schon, ja, kann man, ja, ist schon irgendwie okay. Also da kann man dann auch mal wieder dran erinnern, aber eigentlich, nee, komm, 90, dann reden wir wieder drüber. Aber 80 ist auch irgendwie so das, was früher 65 war. Deshalb, hätten wir vielleicht vor 10 Jahren drüber geredet, aber jetzt nicht, heute nicht. Na, wobei Franz Müntefering uns natürlich so ein bisschen der Michael Wendler der SPD ist. So. Partnerinnen-technisch. Ja, völlig richtig. Ja, es fällt wieder keinem auf, nur mir. So. Ja, in der Tat hast du aber richtig erkannt, ich bin nicht zufrieden, im Gegensatz zu dir. Wir haben das im Vorgespräch gerade gemerkt. Ich bin wahnsinnig, wahnsinnig genervt. Und zwar nicht so sehr von der Episode gerade, also schon von der Episode gerade auch, aber nur so auf so einer Metaebene. Also ich fühl mich sehr verarscht. Ich habe, also vielleicht habe ich mit der Staffel auch schon abgeschlossen. Bin ich wahnsinnig unzufrieden. Ich muss es, ja. Wir Na, können gleich im Einzelnen darauf eingehen. ich fand das halt eine sehr kurzweilige Sendung. Ich hatte am Anfang echt die Sorge, als dann der zweite Beitrag darum handelte, dass wieder um die übliche Dani-Geseier, hatte ich die Folge eigentlich schon abgeschrieben. Und dann kam diese Lungenprüfung. Und dann das Ganze, was danach folgt. Und dachte mir, wow. Und mir ist gar nicht aufgefallen, dass sie 20 Minuten überzogen haben. Ich fand es am Ende sehr, sehr kurzweilig. Ja, das war irgendwie schon ganz in Ordnung, aber ich fand, ich weiß nicht, ich habe mich, vielleicht, ich habe ja gestern von diesem Nebel gesprochen, der sich über das Camp legt. Vielleicht hat sich dieser Nebel einfach auch nur über mich gelegt. Die Frage stelle ich mir gerade, ob das nicht so ist. Weil, obwohl das so war, dass es recht kurzweilig war und man auch tatsächlich, es gab jetzt ein bisschen Konfro, also Konfro gab es nicht, aber es wurde nebeneinander hergelästert, und die Schnitte waren gut gesetzt. Man hat viel in sehr kurzer Zeit abgefeuert, oder beziehungsweise so zusammengeschnitten, dass man es in kurzer Zeit nacheinander abfeuern konnte. Das hat sich so gewollt, so extra gewollt angefühlt, und zwar von der Regie extra gewollt angefühlt und so aufgezwungen, als hätte man jetzt sozusagen mal versucht, scheiße, wir müssen jetzt alles nehmen, was wir haben, um mal irgendwie versuchen, hier so ein bisschen Drive reinzubringen, denn irgendwie, finde ich, stagniert es so ein bisschen weiter. Aber es hat sich ja trotzdem qualitativ, nee, quantitativ, wollte ich gerade sagen, haben sich die Lästereien ja schon erhöht. Es ist ja nicht so, dass RTL die jetzt aus dem luftleeren Raum zaubert. Daher, da passiert schon was. Das ist eine Entwicklung, die sich langsam. Das ist so ein zartes Pflänzchen, das RTL pflegen muss. Die Ja, ich meine, spannende das kann RTL Frage. auch machen, aber Ja. wenn es halt keinen richtigen Stress gibt und keinen richtigen Ärger, der auch lautstark im Camp ausgetragen wird, und wenn wir uns jetzt mal hier das Ende der Sendung vor Augen halten, spricht das nicht gerade dafür, würde ich mal behaupten. Solange das nicht passiert, haben wir jetzt Hoffnung, aber fühlen uns halt in 3 Tagen wieder verraten, verkauft.
Das kann gut sein, aber ich bin ein grundsätzlich positiver Mensch. Ich gehe, wie gesagt, auf die Sven Ottke Motivationsschule. Und das wird schon. Muss werden. So, über was willst du denn sprechen heute? Reden wir als erstes wie immer über die Dschungelprüfung. Kaffee und Fluchen, angetreten sind Elena und Daniela. Das war die übliche Fressprüfung. Diesmal ein wenig anders, nicht dieses übliche, na, hier ist der Teller mit dem leckeren Zeug. Und nee, das musst du leider ablehnen und hier ist das dann eklige Zeug. Sondern diesmal hat sich die Requisite so richtig Mühe gegeben, richtig gebacken und so. Das sah gar nicht mal so schlecht aus. Genau, das eklige Zeug sah aus wie das leckere Zeug. Ja. Und sie mussten halt Zeug essen. Ich muss jetzt nicht erwähnen, was da jetzt war. Sie holten 2 Sterne am Ende. Einer davon war ein Mitleidstern, der dicke Junge gegeben hat, weil sie angestrengt haben. Das passt so, ich finde, das passt so wahnsinnig gut zu dieser Folge, auch zu dieser ganzen Staffel irgendwie. Es gab den Mitleidspunkt vom Hartwig, weil er es nicht mehr aushält. Und mein Problem mit der Prüfung, abseits davon, dass es eine Fressprüfung ist, eine Fressprüfung immer so ein bisschen sind, dass die Mengen waren wieder gemein. Ich glaube nicht, dass das Problem des Konsistenzen oder Geschmack war, das ist, glaube ich, alles irgendwie aushaltbar. Es waren diese obskuren Mengen von dem Zeug mit irgendwie knapper Zeit. Und also ich hatte nicht das Gefühl, dass das schaffbar ist, egal wer da saß. Und das hat mich ein bisschen geärgert, weil es so ein bisschen vorgezeichnet war, dass sie scheitern. Ja, und das fing ja schon beim ersten an, wo ich dachte, ach so, dieser Kuchen, der geht ja ganz locker runter. Aber wo man es besonders stark gemerkt hat, war eigentlich beim Kamelanus. Ja. Der ist ja schon immer, also sonst Schweineanus gab es ja sonst häufig, das ist ja schon immer hart zu kauen. Das ist halt furchtbar zäh einfach. Genau, furchtbar zäh, da muss man halt viel, viel kauen und man hat halt 90 Sekunden Zeit. Und das waren halt 2 Portionen, ne? 2, also ja. 2 größere Dinger. Das, da fand ich es besonders kann man es besonders gut sehen. Ja, und halt besonders schwierig, wenn du vorher schon so zockendes Zeug hast. Na klar kann man zwischendurch trinken, aber es ist auch nicht so, dass der Speichelfluss da besonders rege ist bei dieser Nummer. Und das fand ich einfach schwierig. Aber Elena hat dann gerade am Schweine, also im Kamelanus irgendwie Gefallen gefunden. Der meinte, sie schmeckte okay oder gut. Was ich mir jetzt auch ehrlich gesagt nicht so, also kann ich mir auch vorstellen, ist ja auch am Ende nur, also was soll dem anderen schmecken als andere Teile von Fleisch? So, da ist eigentlich, glaube ich, einfach nur die soziale Verpönung, die da den Ekel macht. Aber das haben wir ja auch schon durchaus in anderen Staffeln gesehen, dass Leute dann sich an, also satt essen ist übertrieben, aber schon so ein bisschen versuchen, ein bisschen versuchen, was zu sich zu nehmen, weil es ja ansonsten nicht so viel gibt. Und das ist ja dieses Jahr eigentlich besonders krass. Gab ja sehr wenig zu essen, oder? Dafür ist das Wehklagen über Hunger deutlich geringer als die Jahre davor, mein Gefühl. Ja, es wird erwähnt, aber ich glaube, wann war das vorgestern oder so, war schon ziemlich Thema. Ah, okay. Aber nach den quasi 4 Gängen, 5 Gängen, korrekterweise 5 Gänge, jeweils A2 Sterne, die davon, wie gesagt, einen Mitleidstern geholt haben, gab es den Bonus, den letzten Stern, den 11. Stern, für eine Tasse Tee. Wie sie es rausgestellt hat, war das Kuhurin, warmer. Ich frage mich, den haben sie auch wieder in die Mikrowelle gestellt, weil die haben da keine Kuh stehen, oder? Das ist doch bestimmt einfach runtergekühlt, Tage her, der Urin. Also, oder? Ja, ob Tage her, weiß ich nicht. Ja, aber. Aber auf jeden Fall wird der aufgewärmt sein, klar. Ja. So. Aber macht man den dann auch so auf so Körpertemperatur? Was hat eine Kuh für Körpertemperatur eigentlich? Oh Gott, da fragst du mich Sachen. Das musst du mir doch, was muss ich vorbereiten? So eine Kuh hat was? Zwischen 38,3 und 38,5. Ja, guck. Also schon warm. Ja, warm, okay. Und während in der restlichen Prüfung Elena vor allem sehr zulangte und es auch also scheinbar ein wenig effizienter schaffte, das Zeug runterzubekommen und auch den Ehrgeiz dafür scheinbar hatte.
Ja, aber auch nicht viel, ne? Also nee, auch, das muss man ja auch sagen. Ja. Die Portionen waren zwar zu groß, aber trotzdem hat sie so super viel auch nicht geschafft. Ja. Halt nur bedeutend mehr als unsere beste Freundin. Ja. Und dann kam das Glas Kurin und Elena fragte, soll ich als erstes vortrinken? Und Daniela meinte, nee, ich mach mal. Also ich fang an. Und dann hat sie in so einem, ich würde es nicht mal böse, also sie hat es dann runtergeäxt. Und Elena hat darauf den, die Theorie vermutet und daraus bahnte sich der ganze Streit in der restlichen Sendung eigentlich mehr oder weniger an. Das war das Fundament. Pipi-Gate, nur mal anders dieses Jahr. Dass Daniela das mit Absicht getaten hätte, das Exen. Ich glaube ich nicht mal. Es war, glaube ich, einfach so ein. Ja, läuft halt gerade. Ja, und dann genau. Zieht man das auch durch. Ja. So. Ich glaube tatsächlich, das war nicht böse gemeint. Das Problem ist aber nur bei der Daniela, ist einfach, dass sie dann einfach das nicht schafft, das direkt zu kommunizieren. Ey, sorry, war keine Absicht, ich wollte eigentlich nur was Gutes tun. Sondern diese Geschichte, also dieses, mein, hier, ey, sorry, war keine, hat sie erst irgendwie Stunden später gerafft, dass das die sinnvolle Antwort gewesen war. Sondern hat erst dann, und da und überhaupt und da, und dann so, oh. Aus diesem Ganzen entbrannte sich dann der restliche Streit der Sendung, in dem, dass die, ja, weil Elena echt nicht drüber hinwegkam, dass sie kein Kurin bekommen hat. Stell dir das mal vor, im 21. Jahrhundert, 20er Jahre. Kurin. Ja, das ist, du hast natürlich recht, das ist natürlich schon ein bisschen absurd und das macht es auch ein bisschen lustig. Aber mir fehlt, also das ist mehr oder weniger Zufall irgendwie. Das ist dem Zufall geschuldet, dass hier was Unterhaltsames passiert, was so auf so ganz bestimmten Zufällen oder wie sagt man denn? Das gibt auch so ein religiöses Wort. Fügung, genau. Fügung beruht. Aber mir fehlt das strukturelle Element da immer noch. Es gibt keine rote Linie, genau. Es gibt keine große Erzählung. So, die könnte sich jetzt vielleicht rausbilden. Nein, das halte ich für völligen Quatsch. Das hast du mir im Vorgespräch auch schon gesagt. Nee, das gibt es nicht. Wir werden hier, wir sind beschissen worden und uns wurde so ein bisschen angeteasert, dass hier was Schmackhaftes passieren könnte. Das wird nicht passieren. Wir werden nur enttäuscht sein. Es wird immer so weitergehen. Du meinst, dass aus dieser, also da entsteht ja schon ein bisschen Lagerbildung. Ich habe ja die Hoffnung, dass daraus, aber das Schlimme ist ja, ich ahne schon, dass wir wirklich enttäuscht werden können, weil bei der Verkündung sind ja beide freudenstrahlend auf sich zugelaufen und haben sich umarmt. Welche Verkündung denn, Dennis? Ja, beide sind wieder in die nächste Prüfung gewählt worden, by the way. Nein. Doch. Ist es aber diesmal eine Actionprüfung? Immerhin etwas. Aber ja, keine Ahnung. Ich habe die Hoffnung, dass so ein bisschen Lagerbildung, so ein bisschen Konfro, so ein bisschen, komm, ein bisschen. Was spricht denn für die Lagerbildung? Naja, so schon allein wie die Leute zusammensitzen und sich abtrennen voneinander, das ist schon so der erste Hinweis. Ja, aber das haben wir ja auch schon ein paar Tage, ne? Das ist ja nicht ganz neu. So, es gibt Leute, die sich plötzlich auch einfach bewusst, auch gegenüber so. Ich glaube immer, die letzten Jahre war es so, naja, und es gab Leute, die so zwischen so ominösen Polen schwebten, war es ja diesmal so, oder in dieser Folge haben schon die Ersten sich zu bestimmten Lagern bekannt. Das heißt, es ist schon im Camp bewusst, dass es diese Lager gibt. Das ist, glaube ich, der erste Schritt dahin, dass nicht nur wir das Gefühl haben, da gäbe es Lager, im Camp selbst ist es denen klar, dass es solche Lager gibt. Und dass Leute sich genötigt fühlen, sich einer bestimmten Fraktion anzuschließen. Und allein aus dieser Nötigung, dass sich bestimmte Leute einer Fraktion anschließen, entsteht ja wieder neue Konfro. Das ist ja wieder ein selbsterhaltendes System am Ende, hoffentlich. Oh, Dennis, sei doch nicht so naiv. Diese Staffel ist verloren, kaputt gemacht.
kaputt gemacht durch eine Person. Und was, sag mal, jetzt mal ehrlich, was ist eigentlich aus dieser ganzen Wendler-Geschichte geworden? Der weiße Hammer? Ja. Ja, der ist weg. Der ist einfach von einem Kleister von Danny Büchner Mitleidsshow überrollt worden. Gott. Die einzige Hoffnung besteht einfach, dass sie nochmal um die Ecke kommt, Elena, damit, wenn, weiß nicht, die Büchner weg ist. Nächste Woche irgendwann. Ja, aber wird die weg sein? Das glaubst du wohl selber nicht. Nein. Also kann höchstens, der weiße Hammer kann nochmal wiederkommen, wenn Elena einen vielleicht kriegt und fast rausgewählt wird. Ja, dann ja. Dann kann ich mir gut vorstellen. Aber nee, glaube ich, der weiße Hammer, den sehen wir nie wieder. Kann ich mir, also der ist tot. Also der Plot wird nie aufgelöst. So wie, da, also, aber das ist der weiße Hammer. Der wurde auch nie aufgelöst. Siehst du? Ja, aber der kam halt immer wieder. Ja, okay, das stimmt. Der kam immer wieder über Jahre und man hat es auch versucht, teilweise aufzulösen. Und dann hat man beim weißen Hammer gedacht, Moment mal, das kann eigentlich gar nicht sein. Die Erklärung, die du mir jetzt anbietest, hätte vor 2 Jahren, als das Ganze stattfand, überhaupt keinen Sinn ergeben. Ja. Das Maximum, was wir hier sehen, ist halt vor allem zu Meta-Gerede darüber. Also Elena spricht es dann immer mal wieder an, zu sagen, wenn es darum geht, wen sie als Freund-Feind ansieht, dann kommt das wieder zur Sprache. Weil sie aus dieser einen Begegnung schon mal rauszieht, wem kann ich hier trauen, wem nicht. So. Aber ich glaube, sie da war nichts. Da war nie was. Wir sind einfach knallhart drauf reingefallen. Ich fand sogar, jetzt mal, also, uns wurde ja auch eine Lästerei am Scheißhaus versprochen. Die gab's auch nicht. Die gab's auch nicht, ja genau. Die gab's einfach das nicht. Das ist einfach miese Teaser, aber das ist doch nichts Neues. Ja, aber nee, das ist komplett mies. Das ist ja normalerweise, sagt man ja irgendwie, ist das ja sowas wie, und dann, keine Ahnung, wird irgendein Satz gesagt. Und dann hat der Golf zurückgesetzt und meine Oma überfahren oder so. Man wird mit trauriger Musik unterlegt und starre Blicke und so am Anfang in der Vorschau. Und später kriegt man mit, wie dieser komische Dämel Markus einen Witz erzählt, in dem was vorkommt. Ja. Sowas wäre früher ein mieser Teaser gewesen. Das hier hat man einfach gesagt, ja, und dann gab es hier noch die Lästerei im Scheißhaus. Und dann ist das Einzige, was passiert ist, da stehen zwei Leute in der Nähe vom Klo und dann schaltet es wieder zurück ins Camp und dann geht's um Geschirr. Genau, geht's um Geschirr oder vorher, kurz vorher hat Elena das Camp so ein bisschen durchanalysiert, wer was macht und wer wofür steht. Du wolltest noch über Sonja reden übrigens. Ja, ich finde, Sonja ist tatsächlich eine der interessanteren Charaktere dieser Staffel. Echt? Ja. Auch da will ich dir komplett widersprechen. Das dachte ich mir schon. Was ich an Sonja mag, ist diese Melange. Ich muss jetzt einfach Wiener Wörter unterbringen. Diese Melange aus einerseits komplett distanziert sein, aber einerseits ordentlich mitmischen. In diesem ganzen Mistkübel dieses Campes. Misch doch nicht ordentlich mit. Ich bitte dich. Doch. Doch, sie heizt ja immer wieder Elena an. Das ist ja das Schöne. Sie, die muss er selber ja nicht rumstochern in dem Mist, sondern sie piekt jemand anderen an, der dann da rumstochert für sie. Und sie kann das aus einer psychoanalytischen Sicht betrachten und kommentieren. Und weil dieser Wiener Akzent dabei ist, nimmt man das halt ab. Das ist ja eine gebildete Frau. Die muss ja recht haben, was sie sagt. Die ist ja bestimmt schon weit weg. Also die ist weit schon weit rumgekommen. Und überhaupt, ich finde das super. Also ich habe da echt meine Freude dran. Ich hatte echt Sorge, dass ich hatte nichts darauf gesetzt, dass ich bin mir ziemlich davon ausgegangen, dass sie nicht mehr in dieser Staffel vorkommt. Wie gesagt, in unserer ersten Folge ist sie durch den Wind weggeblasen worden. Wir hatten sie nicht mehr drinnen. Und plötzlich diese Wendung, ich finde das schön.
Ja. Pff, ja. Du bist nicht so positiv. Sei mal positiv. Mach's Sven ja, hier. Vielleicht brauche ich auch einfach, das stimmt natürlich, ne? Vielleicht brauche ich auch einfach hier mal irgendwie 2 Wochen Personal Training von Sven Ottke. Ja. Damit es wieder besser geht oder so. Aber ich bin echt, ich bin stark bedient und ich bin diese Bücher nervt einfach wie Hölle. Die macht mir alles kaputt. Die macht mir, nimmt mir den ganzen Spaß. Ist echt schrecklich. Vor allem ist sie halt in ihrer Sache halt einfach furchtbar inkonsequent. Also wenn sie halt irgendwie so eine Linie hätte und auf der irgendwie nett, dann könnte ich es noch ein bisschen verstehen. Aber es ist aber ein ständiges Springen zwischen allen Polen. Und jetzt hat sie sich wieder mit Anastasia verbrüdert, in der, obwohl sie in der ersten Folge sagt so, ey, ich werde mit dir nie wieder mehr sprechen. Und dann so, ah! Das ist einfach so ein, dieser Opportunismus, das ist, was mich am meisten eigentlich stört. Ja. Es gab halt so viele Kandidatinnen, die genervt haben, die jammerig waren, aber die in ihrer Sache halt konsequent irgendwie waren. So, Tanja Schumacher hat den ganzen Tag gejammert. Schumann. Was, aber ja. Es war halt originell, es war witzig, es war, man konnte halt, irgendwie hatte Mitgefühl. Aber bei Herr Büchner ist es halt, man weiß halt echt nie, ist das gerade echt, was sie hier sagt? Oft ist es das, ich glaube das ja auch. Aber andererseits, oft ist es dann so, das ist jetzt too much. Es ist halt so, es ist unangenehm. Es ist einfach wie das Kind, das mit dem Feuerzeug spielt. Und nee, es ist einfach immer unangenehm. Ja. Es ist immer unangenehm. Furchtbar. Das ist schade. Das ist es, glaube ich, eigentlich. Nervig, ja. Man schwankt immer zu, ist das jetzt noch in Ordnung? Spielt sie viel zu sehr mit ihrem Schicksal? Oder darf man ihr das nicht vorwerfen oder so? Und das macht es halt mega unangenehm. Wohingegen so Tanja Schumann, das war ja nahezu lächerlich, ja. Da hat man sich ja einen Spaß draus gemacht. Und klar, darf man die da ein bisschen quälen für ihre Gage und länger drin behalten. So. Genau, das war einfach nur nervig, vielleicht. Und hier ist es eigentlich immer unangenehm, wenn sie irgendwas macht. Ganz egal was. Und das kann sie auch, glaube ich, nicht mehr ändern. Sie muss einfach rausfliegen, bevor sich das ändert. Weil sie ja auch schon jedes Verhaltensmuster, das es irgendwie gibt oder geben könnte, auch schon an den Tag gelegt hat. Ja, das weiß ich. Und deshalb ist auch alles nervig, weil, also bei mir ist zumindest so, alles nervig, alles unangenehm, weil alles erinnert mich irgendwie an eine Version von ihr, die es in dieser Staffel schon mal gab. Schlimm, es ist wirklich schlimm. Wie so ein obskures Spiegelkabinett mit ganz verschiedenen verzögerten Spiegeln und alles hat man das Gefühl. Denn egal, wo man hinguckt, ja, dann die Bücher. Man sieht sie halt auch ständig, ja. Überall. Auch in den anderen. Ja. Das ist ja das Lustige. Die definieren sich ja halt auch vielfach nur über ihr Unverständnis oder den Hass ihr gegenüber. Bis auf positiv, positiv. Und Markus, der irgendwie gar nichts merkt. Aber das haben sie gerafft, dass sie entweder mit Solidarität, also vor allem mit Streit mit Daniela Büchner Sendezeit gewinnen, das haben sie scheinbar gerafft. Das ist wie so ein Kratzbaum. Aber so ein hässlicher Kratzbaum im Raum. Das ist ein böser Vergleich, den nehme ich zurück. Aber es ist trotzdem doof. Also es ist halt einfach schade, weil es ein bisschen, ich glaube, das Camp hätte was werden können. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Also wie gesagt, wenn sie früh genug rausfliegt, dann hat Elena auch niemanden mehr, an dem sie sich reiben kann. Und dann zerreibt sich das an, also dann brechen da die bisherigen Bündnisse dann auf. Und dann ist es halt so ein bisschen Last Man Standing. Das wird noch. Nur die Büchner muss als erstes rausfliegen. Bitte. Wird nicht passieren. Ich weiß, aber lass mir doch meine Hoffnung. Ich fürchte,
Ich fürchte, das wird noch ganz schön langweilig. Aber sagen wir jedes Jahr. Jede Staffel ist die langweiligste. Nee, das stimmt ja nicht. Ach so. Gar nicht. Letztes Jahr war gar nicht so langweilig. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Letztes Jahr. Ich weiß gar nicht, wer letztes Jahr drin war. Naja, wir haben aber letztes Jahr, die Staffel hat eine Bewertung von 2- bekommen. Das erinnere ich mich gar nicht. Ach, Evelyn Bodecki. Ja, das war ganz lustig. Der Jota und der Töpper Wien. Ja, ist das einfach nicht das same, same, but different? Ist das einfach, ist die Büchner nicht einfach der Jota 2020? Nee, nein. Nein? Nein. Ha. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie... Nein, der Jota war ja so ein komplett plakativer Selbstdarsteller. Da gab es ja auch keine zweite Ebene. Stimmt, da war einfach hohl dahinter. Da konnte man, das war ja das Schöne, da konnte man sich ja einfach nur ekeln und hassen. Und da war auch gut. Damit war halt eine Sache bedient. Aber weil wir hier halt so ein komisches Mischwesen haben, ja, so eine Chimäre irgendwie, die wir auch aus manchen moralischen Gründen nicht so richtig total verurteilen wollen, sind wir alle, beziehungsweise eigentlich ich vor allem vermutlich, so wahnsinnig genervt. Du würdest sie gerne abgrundtief hassen, aber du eigentlich darfst du es nicht, weil ja, genau. Das Leid, was sie erfahren hat, ist ja unbestreitbar. Ja. Also jetzt verstehe ich so langsam deinen Punkt. Und es war so, und das wird so ausgeschlachtet und so benutzt, aber ich weiß auch nicht, wie viel benutzt. Und es ist einfach so schlimm. Und außerdem, ich jetzt mal ganz im Ernst, ich finde, man merkt halt auch deutlich, dass die halt auch so ein Knacksweg hat, ne? Also nicht nur durch die letzten 1, 2, 3 Jahre, sondern durch ihr ganzes Leben schon. Da ist ja irgendwie, ist ja, die hat ja auch, da ist ja auch durchaus, wenn du dir diese Panikattacke beim in der Dschungelprüfung anguckst und dieses komische, so wie mir scheint, von ihr nicht gut kontrolliertes Ding bei den Tieren insgesamt, auch beim Essen, da ist ja schon so ein bisschen Neurotisches vorhanden. So, ja, aber hat er ist ja irgendwie jeder mal ist die, nee, aber die ist schon so ein bisschen mitgenommen, scheint mir. Ist auch nicht verwunderlich und ist auch nicht schlimm oder so. Aber das, also es ist nicht ihre Schuld, so muss ich es ausdrücken, es ist nicht ihre Schuld und deshalb kann man es ihr nicht vorwerfen, klar. Ich finde es aber wahnsinnig unangenehm, das immer mit angucken zu müssen. Ich möchte halt bescheuerten Leuten zugucken, aber keinen Kranken. Oh, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber... Nein, aber das ist aber überzeichnet, nee, aber jetzt. Ich muss versuchen, das irgendwie pointiert auszudrücken. Ja, aber ich verstehe, was du meinst. Es ist tatsächlich... Ja, ich verstehe deinen Punkt. Beim Jota, der war einfach nur bekloppt. Der war einfach nur komplett selbst überschätzt, aufgeblasen. Ja, Dösel. Dummer Dösel, genau. Einfach ein schlechter Mensch, der Falsches tut. Ja. So. Und da ist einfach, glaube ich, hier mit Daniela eine Frau, die einfach viel erlebt hat und nicht so recht, also ich glaube, irgendjemand hat es auf Twitter geschrieben oder so, ich glaube, für Trauerbewältigung, allgemein Bewältigung, was man so im Leben erfahren hat, ist das Dschungelcamp halt der falsche Ort. Ja. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass sie glaubte, hier reingehen zu müssen oder wollen, um sich was zu beweisen oder ja, den Leuten was zu beweisen. Wirklich, ach, das glaube ich, das zum Beispiel, das finde ich, das nehme ich hier nicht ab. Das nehme ich hier nicht ab. Macht das wegen der Kohle und dann ist auch gut. Das ist halt ihre Story. Die finde ich halt ziemlich plump. Da glaube ich kein Wort von. Okay. Aber ja, aber trotzdem. Also es ist halt, ich glaube, dass man hätte sie nicht mitnehmen sollen. Ja, das ist, glaube ich, das Ding. Weil ja, aber ausschlagen kannst du es auch nicht, ne? Ich meine, das kannst du auch nicht, das kannst du auch vorher nicht ahnen. Aber ich finde es nach wie vor, finde ich es wahnsinnig unangenehm und ich finde es eigentlich von Tag zu Tag unangenehmer und mich lähmt es. Und ich sehe auch, je länger dieses Gespräch hier heute zwischen uns beiden dauert, sehe ich eigentlich,
dass vielleicht das Camp gar nicht so sehr stagniert, aber meine Laune und meine Gefühle dem Camp gegenüber, ich finde es ist, ich finde es wahnsinnig deprimierend. Ja, verstehe ich. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung, ich gehe jetzt ins Bett. Ja, wir hören uns dann vermutlich erst Sonntag wieder, wenn ich es richtig sehe auf den Kalender. Wir sind jetzt so ein bisschen unterwegs und versuchen ja. Aber irgendwie noch nachschauen zu können und melden uns irgendwie Sonntag. Ja, morgen werden ja wir noch gucken können. Wir wissen ja noch nicht genau, wie wir aufnehmen können. Wir müssen Samstag durch die Zone fahren. Ja. Hm. Und daher folgt uns auf Twitter @dschungelpod, Instagram @dschungelpodcast, Facebook und sonst Glocke aktivieren hier, bing bing, unten drunter Kommentar lassen und links Droko. Droko. Aber schreibt mir ein paar Dokos. Ja, aber keine Drübkos, bitte. Und sonst bleibt uns treu. Was sagt man denn so als Verabschiedungsformel? Ich habe noch eine Frage an dich, ja. Wenn ich mal kurz unterbrechen darf. Hast du dir eigentlich schon mal die Frisur von Jens Spahn angeschaut? Jetzt muss ich ein Bild suchen. Also wenn der Haare hat, die länger wachsen lässt als 2 Zentimeter. Du meinst heute im Bundestag, die Bilder? Zum Beispiel. Ja, es sieht halt, der hat einfach eine hohe Stirn. Also eine weite Stirn. Nee, ich rede nicht von der Frisur, sondern von den Haaren, wie die Haare aussehen. Das ist ein bisschen lockig. Ja, ist das wirklich lockig? Das ist eher so, ich frage mich, hatte der jemals mal so wirklich lange Haare? Gibt es Bilder aus der Jugend? Gibt's das überhaupt? Oder wächst das einfach nur immer, bleibt die Länge, Haarlänge gleich? Ja, es gibt aber Bilder, wo sie nochmal kürzer sind. Aber wird er kürzer? Klar, aber ich meine, der Witz ist ja, wenn das länger wird, dann wird das, glaube ich, immer dichter. Das sieht aus wie so Teppich. Du meinst wie diese Vorleger, die die Leute vor ihren Toiletten haben? Ja, genau. Nur das ist halt, und genau, sehr gut, Dennis, sehr gut. Weil die Dinger sind nämlich genauso. Je länger die existieren und wenn die auch so ein paar Waschzyklen mitgemacht haben, die verlieren ja nicht irgendwie an Fasern oder so, aber die dicken dann so ein und werden ganz hart. So ist es mit seinen Haaren auch, glaube ich. Aber wenn man Jens Spahn Haar googelt, dann kommt Haartransplantation. Was immer uns Google damit sagen möchte. Naja, wahrscheinlich wurde da früher ohne Haar geschrieben und jetzt mit. Ach so. Der hat sich ein Haar transplantieren lassen. Ach so. Das war jetzt der Witz. Wir müssen jetzt sogar die Bahn erklären. Das ist viel zu spät. Es ist. Bis dann. Tschüss. Tschüss.